Ein Hallo und herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Revelation. Heute mal kein Defensivmodus. So, und zwar machen wir heute ein bisschen, ja, sagen wir mal, wir shoppen ein bisschen. Wir kaufen schön die ganzen Geschäfte, beziehungsweise wir renovieren die alle. Und ja, fangen wir mal bei dem Buchladen da oben an. Alles einfach kaufen, egal was es ist, egal ob wir es brauchen, egal was. Wir kaufen einfach alles. Denn umso mehr Geschäfte wir renovieren, umso mehr Geld kriegen wir auf die Bank. Genau. Dann renovieren wir gleich noch die Bank und dann heben wir noch Geld bei der Bank ab. Ich glaube, die Bank ist voll. So, dann haben wir schon mal das renoviert. Und wenn die Zeit noch reicht, machen wir Masias. Ich weiß, dass ihr die Illuminationen Schlüssel in den heiligen Werken in meiner Haus. Das müssen wir jetzt auch noch machen. Ich glaube, dann ist wieder eine alte Irrerinnerung dran. Wenn wir das nicht in diesem Part schaffen, dann machen wir es auf jeden Fall im nächsten. So. Dann hätten wir schon mal die Bank. Und heben gleich Geld ab. Komm, mach hin. Kollege, du gibst mir mal Geld oder doch nicht? Wir haben doch schon das Geld abgehoben. In irgendeinem Part. Anscheinend. Na ja, okay. Dann rennen wir eben zum Schmied. Der sich nicht da versteckt, der versteckt sich da unten. Ist wohl ausgebrochen. Ja, bin gerade ausgebrochen aus einer Assassinenfeste. So, renovieren wir mal den Schmied da und dann gleich noch den Schneider. So. Wisst ihr was? Ich kaufe auch gleich mal was beim Schmied. Wenn wir schon mal da sind, dann kaufen wir auch gleich mal was. Und zwar ein bisschen Rüstung. Ja, kaufen wir uns. Und Reitstiefel natürlich auch gleich. Die dürfen ja nicht fehlen. So. Waffen. Können wir uns immer noch nicht kaufen. Ach, schade, schade, schade. Hätte ich mir gerne gekauft, aber können wir noch nicht kaufen? Naja, macht nichts. Reparieren wir. Erzählt euren Freunden von mir. Wir haben auf jeden Fall noch Geld für ein bisschen renovieren. Na, das geben wir dann gerne noch aus. So. Holen wir hier noch rein. Kaufen. Ich frage mich ehrlich gesagt wirklich, ob unsere Feste jetzt noch angegriffen wird. Wir haben wirklich alle Festen erobert und unsere Assassinen reingehauen. Also eigentlich rein theoretischerweise. Das wäre fast kriminell, sich diese wird die jetzt nicht mehr angegriffen, oder? Sie nach meinem Vater, mein so habe ich das mitgekriegt. Ich hoffe mal, das ist wirklich so. Wenn nicht, wäre es natürlich sehr, sehr scheiße. Den ganzen Part, da die ganzen Assassinenfesten da verteidigt und alles. Und das war dann mehr oder weniger dann umsonst wegen. So oft habe ich auch keine Lust, die Assassine zu verteidigen. Feste zu verteidigen. Ja, ist ein geiler Modus, aber für ein Let's Play ist nicht so geil. Klaut einfach die Zeit, ganz ehrlich. Und deswegen habe ich das ja in einem ganzen, kompletten Part gemacht. Okay, und was ich jetzt gerade hier auch mache, ist auch natürlich... Das ist unmöglich. Klaut natürlich auch Zeit eigentlich. Ich meine, ich renoviere die ganze Zeit hier die ganzen Geschäfte. Habe ich jetzt schon mal festgehalten. Der hat sich gerade... Ist denn kein Gesetz, das so etwas verbietet? Ich glaube, das war gerade ein bisschen verbuggt. Der kann eigentlich sich nicht so fallen lassen, glaube ich. Na egal. Auf jeden Fall renovieren wir hier die Schmiede. Und dann gleich den Buchladen da und den Arzt natürlich auch noch dabei. Ich habe die allerfeinsten Klingen. So. Da ist der Arzt. Nee, Ezio, nicht da drauf. Genau, ich bin eine Katze. Miau, miau, miau. Kaufen. So. Plagt euch etwas, Freund? Nö, nö, alles klar. Ich renoviere noch ein bisschen. Und den Buchladen auch noch. Kaufen. So langsam geht uns auch das Geld alle. Wie man sieht. Ich guck mal eben auf die Karte. Wo ist denn das nächste Geschäft, was wir so kaufen können? Ach, da ist noch ein Schneider. Und da oben ist auch noch eine Bank.
ist echt alles dabei. Das ist super. Ganz hier hoch. Und hier bekommt ihr es fast umsonst. Da ist ein Typ, der soll uns mal egal sein. Nein, nein, lass mich in Ruhe. Sonst schicke ich meine Assassinen los und dann gibt's hier Fettparty. Gut gemacht. Jetzt hier runter. Also. Gut. So, kaufen natürlich. Und jetzt gleich zum Schneider. Diese Probe. 20 Minuten kriegen wir schon 7000, oder? Stand da 7000? Ich meine, das ist echt ein geiler Betrag. Also, pro 20 Minuten. 20 Minuten, oder? Du könntest ja gleich nochmal hier gucken. Ab wie lange immer. Ich glaube, das sind immer 20 Minuten. Dann kriegen wir mal Einkommen in der Bank. Yep, 20 Minuten. Und 7000 war doch richtig. Jetzt sind 7250. Ihr werdet schon bald ins... Ah ja, sei ruhig, Kollege. Aber bei 6 Minuten sind wir schon wieder. Aber na egal. Ist hier vielleicht irgendwie ein Tunnel? Ja, da wäre ein Tunnel. Den nehmen wir mal kurz und reisen mal nach oben links. Süßen Bahnen, seidener zu der anderen Assassin-Feste. Und da können wir auch noch ordentlich renovieren. Aber den spielt das schon renoviert? Der ist so grau unterlegt. Wenn es grau ist, dann können wir das noch renovieren. Nee. Ist schon renoviert. Gut. Denn auf zum Tunnel. Reisen und zu den nächsten Geschäften, die wir renovieren. So viel können wir eh nicht mehr so wirklich renovieren, wegen wir haben auch nicht mehr so viel Geld. Muss ich auch gerade so nebenbei. Genau dahin will ich. Perfekt. Gleich das erste. Super. Super, super, super. Ja, ich weiß. Und dieser Part ist eher so, naja. Ne? Der vorige Part war ja auch nicht so, naja. Ne? Der nächste Part wird besser, versprochen. Da machen wir eh nichts. Mission-mäßiges oder so. Da machen wir wieder Masjaf-Teile. Oder halt, Dingens. Story-Mission. Mal gucken. Vielleicht machen wir auch noch in diesem Part ein bisschen Masjaf. Schlüssel. Diese Erinnerung von Alter ihr, meine ich. Da ist der Buchladen. Renovieren. Kaufen. Wo ist denn das nächste Geschäft? Auf der Karte steht nichts. Ich glaube, das ist mehr links, oder? Halt in der Nähe von der Assassinfeste. Ignoriert das Technologiegeschwätz aus dem. Ich war zur Assassinfeste. Ich würde es gleich auf meiner Karte angezeigt, hoffe ich. Nee, das ist nicht. Dann schaue ich eben auf der großen Karte, bevor ich hier sinnlos umherlaufe. Da ist die Schmiede. Ist die Schmiede. Dann mal hin da. Nee, nicht im Heuhaufen, lieber Ezio. Genau so. Hat er den Verstand verloren? Boah, irgendwie, ich weiß nicht warum, aber irgendwie ist die Musik voll laut. Oder? Ich meine, ich habe die Musik wirklich auf 1 gestellt von den Sound, aber die Musik ist immer noch so laut, als ob ich die auf 10 oder so habe. Keine Ahnung. Naja. So, dann wäre die nächste Schmiede. Circa 3 Geschäfte können wir uns, glaube ich, noch kaufen. Dann ist vorbei. Dann haben wir kein Geld mehr. Daneben ist auch gleich die Bank. Ich habe tolle Metallarbeiten hier. Hat jemand meinen Assistenten gesagt? Warum wird Dingens angegriffen? Die Feste. Ich dachte, das ist jetzt Ja, super. Ist doch nicht so wirklich verteidigt. Ich dachte, das ist wirklich verteidigt. Ich dachte, das wird gar nicht mehr angegriffen, wenn da ein Assassine ist. Oder muss man erstmal die ganzen Assassin-Missionen da machen, bevor Dingens ist? Naja, egal. Auf jeden Fall konnten wir dafür ein paar Geschäfte renovieren. Da kam gerade ein Arztgeschäft dazu. Woher kommt denn das? Da sind jetzt gerade 2. Ich kümmere mich um euch alle! Arztgeschäfte? Hä? Ah, okay. Wenn es Spaß macht. Aber ich kapiere nicht, warum jetzt so die Feste angegriffen wird. Ich meine, ich habe keinen Templer angegriffen. Wo manche meinten, ja, wenn du einen Templer angreifst, dann wird deine Feste angegriffen. Aber ich habe nichts gemacht. Habt ihr ja selbst gesehen. Ich bin nur umhergerissen, hergereist und
Diese die ganze Stiefel Zeit sind hier so renoviert. Warte, naja, egal. Auf jeden Fall, dass der Part nicht so langweilig sein soll, mache ich doch noch eine Alter-Ihr-Mission. Alter-Ihr-Mission, ich meine Alter-Ihr-Erinnerung. Die werde ich eben schnell noch machen. Ich weiß, dadurch wird der Part wieder sehr, sehr lang, aber naja. Ich meine, wir waren im Part denn nur shoppen und das ist natürlich auch nicht das Wahre. Wo ist denn die? Ist ja noch da, okay, dann nehmen wir uns gleich mal einen Tunnel. Wo ist ein Tunnel in der Nähe? Da oben. Gut, dann mal ab hinter. Aber ich kapiere echt nicht, warum die Festen jetzt wieder angegriffen werden. Ich meine, ist nicht mal ein paar Minuten vergangen und die Feste wird wieder angegriffen. Obwohl ich nicht mal was gemacht habe. Ich würde verstehen, wenn ich da Massaker irgendwie auf ein paar Templer gemacht hätte oder irgendwas gemacht hätte, wodurch denn die Feste angegriffen wurde. Aber ich habe nichts gemacht. Ich habe nur renoviert. Kapiere ich nicht. Naja, sollen sie machen, wenn sie Spaß dran haben. Kann ich es auch nicht ändern. Bin ich trotzdem doof. Ich dachte außerdem wirklich, wenn da ein Assassinenmeister drin ist, dann würde nicht mal... Okay, wäre natürlich auch scheiße, wegen dem könnte man auch... Könnte man nicht mehr diesen Modus machen. Wäre natürlich auch scheiße irgendwo, aber trotzdem ist es jetzt doof. So, jetzt wird wieder das Massiv-Teil angeguckt. Das ist auch das vorletzte. Die vorletzte Erinnerung von Alter Ehr, glaube ich. Ich glaube, dann kommt keine mehr. So. Und im nächsten Part werde ich dann auch mal meine Kleidung wieder färben. Es heißt, er schreie im Schlaf. Rufe nach seinem Vater. Abbas, welch ein erbärmlicher Mann. Es ist nicht an uns zu richten. Sicher ist es das. Falls unser Meister von Sinnen ist, so will ich es wissen. Still. Guten Abend. Wasser. Natürlich. Bitte. Oh, habt vielen Dank. Was führt euch her, alter Mann? Bedauert Abbas. Verurteilt ihn nicht. Er hat die meiste Zeit seines Lebens als Weise gelebt. Beschämt vom Erbe seiner Familie. Er ist besessen von der Macht, weil er keine Macht besitzt. Er ist unser Mentor. Und anders als Al-Mualim und Altair hat er uns nie betrogen. Ein Unsinn. Altair war kein Verräter. Er wurde vertrieben. Zu Unrecht. Es. Ist es? Seid ihr das? Ich hörte Gerüchte. Jedoch glaubte ich sie nicht. Ich frage mich, ob ich selbst mit Abbas reden soll. Viel Zeit ist vergangen. Unmöglich. Abbas' ungehobelte Lakaien halten uns von der Burg fern. Weniger als die Hälfte der Krieger hier sind wahre Assassinen. Nun, wo fange ich an? Bei uns. Ach, das ist doch Alter Ihr. Ich habe schon mich gewundert, ist das jetzt wirklich Alter Ihr, der alte Opa, oder ist es doch nicht Alter Ihr? Ich dachte so, hä? Aber das ist Alter Ihr. Mensch, nehmen wir an. Natürlich. Alter Ihr, die alte Sau. Ihr nennt diese Männer grausam. Erhoben sie ihre Klingen gegen Unschuldige? Fürwahr, ja. Gewalt scheint ihr einziger Spaß zu sein. Dann sterben sie. Denn sie haben die Regel verletzt. Doch wer noch nach dem Credo lebt, bleibt verschont. Ihr könnt uns vertrauen. Kannst du die Geschichte besser, die im Dorf umgehen? Über Abbas und seine Albträume? Nein, nein. Altair. Okay, die sollen wir jetzt killen, das heißt, ohne habe das Leben eines Händlers im Tal gerettet. Entdeckt zu werden von anderen Wachen oder sonst was. Wir müssen mal wahrscheinlich ein Doppelkrieg ausführen. Er leidet unter Verfolgungswahn. Alter, ihr könnt auch nicht klettern. Und ich hoffe mal nicht, wenn wir in der Nähe kommen, dass sie uns gleich entdecken. Wäre natürlich nicht so geil. Boah, das Alter Ihr langsam ist auf jeden Fall sehr geil. Überhaupt, wie Alter Ihr jetzt gerade aussieht, sieht schon heftig geil aus. Alter Ihr, was machst du da?
Ja. Das ist Boden. Das hast du richtig gesehen. Und man sollte dich. Hallöchen, ich bin Alter hier. Ich bin gekommen, um euch zu holen. Oh, das ist geil. Hier im Dorf? Ja. Sag mir der Mut Bescheid, schnell. Ich bin hier. Assassinen, zu mir! Und ich bin gleich bei dir. Sind es unsere Freunde jetzt oder sind es unsere Feinde, die Assassinen da oben? Ich weiß das jetzt gerade gar nicht. Ich renn mal ein bisschen. Hä? Da hat gerade was geleuchtet, auf einmal ist es weg. Da war doch gerade jemand. Ach, Drahtlauge. Warum höre ich die Stimmen nicht? Das sind Erinnerungen. Ich habe da kurz was leuchten gesehen und dann dachte ich, hey? Kann es vielleicht sein, was mit Adlerauge? Alter, was geht denn da vorne ab? Sind das Feinde? Nee. Mentor, willkommen. Still. Wir wollen doch nicht, dass er stirbt. Was geht denn da für eine Party ab? Ey, was ist denn das für eine Klassenfahrt? Greifen die mich jetzt auch an? Nee. Boah, ist heftig, Alter. Ist das episch einfach nur. Alter! Jemand einfach so eiskalt so läuft und überall Pfeilhagel und alles. Boah, Alter! War das gerade geil. Tatterkreis, tritt zurück oder stirb! Komm, greif an! Ich hätte euch verschont, Freund. Boah. Ich bin nicht dein Freund. Achso, er macht einfach ein Attentat. Ich dachte... Vergießt kein Blut, wenn es nicht nötig ist. Ich dachte, man muss noch kontern oder so, aber er macht gleich ein Attentat. Das ging aber schnell. Na, auch gut. So, dann mal weiter. Hat jemand vielleicht einen Rollstuhl oder so, dass es ein bisschen schneller geht? Oh. Umso mehr man sprintet, dann ist er auch noch erschöpft. Das ist ja aber geil gemacht. Oh, das ist geil. Boah, ist das geil. Ey, das ist so Hammer, wie man einfach so eiskalt so läuft und alles wird niedergemäht. Ah, da ist wieder so eine Erinnerung. Warte mal kurz, das kann doch nicht sein, dass man wirklich die Stimmen nicht hört. Ich habe aber die Sprache auf 7, ich mach's jetzt auf 10 kurz. Nur kurz. Okay, ich mach's wieder auf 7. Aber warum hört man die Stimmen nicht? Das ist auf jeden Fall Sprachlautstärke. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es zu Musik gehört oder zu SRX. Ich mach mal Musik auf 2. Ja, ich gehört's doch auch zu Musik, aber kann ich mir voll vorstellen. Ich meine, das ist Sprache und keine Musik. Das ist voll die geile Musik, was sie da reden. Alter hier. Zwei Jahrzehnte sind vergangen, seit wir euch zuletzt in diesen Mauern sahen. Ja, ja. Du bist gleich tot, Kollege. Glaub mir mal. Wir brauchen eure Weisheit. Mehr als je zuvor. Achso, das sind jetzt Freunde. Das ist ja super. Hä, der war doch gerade unten. Jetzt ist er da. Boah, das ist so Hammer, ey. Wenn jemand einfach läuft, auf einmal so Attentat überall. Boah, Hammer. Geil. Boah. Geil, 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 geil. Tötet ihn. Tötet ihn sofort. Und gleich wieder alt. Attentate. Worauf wartet ihr noch? Ihr Narren. Er hat euch verhext. Unser Mentor ist zurück. Ja, ja, guten Tag, guten Tag. Meinen Aspekt, Mentor. Boah, echt, das ist so episch, ey. Ich kämpfe für euch. Keine Hilfe. Für den Orden. Zack. Alter, ihr habt noch sehr viel drauf. Oh. Ja, voll die Synchronisation gescheitert. Ups, na egal. Also ihr zurück, Mentor. Eure Anwesenheit jetzt. Zack. Bam. Es ist mir eine Ehre, Mentor. Stirb. Bam. Achso, ich hab unendlich. Boah, schade. Mano. Ich würde jetzt gerne die Erinnerung nochmal neu starten, ganz ehrlich, wegen
Es wäre noch geiler, wenn ich einfach die ganze Zeit die Assassinos geschickt hätte. Oh, toll. Na egal. Willkommen Mentor. Zurück, Mentor. Jojo, hier ein Dach. Befehlt euren Männern den Rückzug. Nein, ich verteidige Masyaf. Würdet ihr nicht dasselbe tun? Ihr habt alles verraten, wofür wir stehen, und alles Erreichte verloren. Alles, einfach alles geopfert auf dem Altar eures Hasses. Und ihr? Ihr habt euer Leben damit vergeudet, diesen Apfel anzustarren und vom Ruhm zu träumen. Das ist wahr, Abbas. Ich habe viel von dem Apfel gelernt, von Leben und Tod, Vergangenheit und Zukunft. Ich zeige es euch. Oh. Da war Dingens. Bam. Ich kann euch niemals vergeben, Alter, ihr. All die Lügen über meine Familie, meinen Vater, die Demütigungen, die ich erlitt. Es waren keine Lügen, Abbas. Ich war 10 Jahre alt, als euer Vater zu mir kam. Er war in Tränen, bat um Vergebung für den Betrug an meiner Familie. Dann schnitt er sich die Kehle durch. Er hauchte sein Leben zu meinen Füßen aus. Dieses Bild werde ich nie vergessen. Nein. Doch er war kein Feigling, Abbas. Er erneuerte seine Ehre. Ich hoffe, es gibt ein Leben nach diesem. Dann treffe ich ihn wieder und erfahre die Wahrheit über ihn. Und wenn eure Zeit gekommen ist, finden wir euch. Und dann gibt es keine Zweifel mehr. Boah, war das episch. Ja klar, jetzt kann er natürlich richtig sprinten, bis zum geht nicht mehr. So ein alter Ober. Guck mal. Nya. Sprintmeister 5000, keine Ahnung. Boah, aber das war richtig episch, ey. Diese alte Erinnerung war, wie ich finde, am besten. Ein alter Mann und doch kämpfte er, um die Bruderschaft zu retten. In meiner Jugend hätte ich ihn stur genannt. Heute bewundere ich seinen Mut. Die Assassinen waren sein Leben. Vom Anfang bis zum Ende. Er hatte kein anderes. Jojo, das ist wohl wahr. Und damit werde ich auch den Part beenden und dann sehen wir uns beim nächsten Part von Assassin's Creed Revelation wieder. Tschüss.